Welten werden brennen. Es ist soweit. Hier und jetzt werde ich mich rächen. Denn ich bin die Königin der Klingen. Öffne die Tür, Junge. Valerians Befehle, Sir. Keine Besuch. Öffne die Tür. Morgen, Commander. Junior. Achtung! Der nächste Test beginnt in 2 Minuten. Nutz diesen Test. Es ist euer letzter. Jetzt lasst uns allein. Nun gut. Wir verschwinden heute von hier, Liebling. Gut. Dann schnappen wir uns Mengsk. Vergiss Mengsk. Vergiss das alles. Es geht um dich und mich. Solange Mengsk lebt, gibt es kein Du und Ich. Ich habe für dich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ich lasse nicht zu, dass deine Rache das alles wieder kaputt macht. Leite
Testphase 2 ein. Ich hab dich nie aufgegeben, Sarah. Gib du uns auch nicht auf! Testphase 2 beginnt. Was erhoffst du dir von diesen Tests, Valerian? Ich hab dir doch gesagt, ich erinnere mich an nichts, als ich die Königin der Klingen war. Wir müssen herausfinden, wie viel von dem Zerg-Mutagen noch in ihnen steckt. Ich weiß ihre Hilfsbereitschaft zu schätzen, Kerrigan. Steckt ihr hilfsbereite Leute immer in Verwahrungszellen? Sobald wir wissen, dass keine Gefahr besteht, werde ich ihre Tür höchstpersönlich aufschließen. Versuchen Sie jetzt, sich zu konzentrieren. Können Sie es spüren? Eine Drohne. Ihr wollt wirklich, dass ich die Kontrolle über einen Zerg übernehme? Wisst ihr, was dann passieren kann? Alle Versuchsobjekte befinden sich in einer abgesicherten Umgebung. Gut. Zum nächsten Schritt. Schauen Sie, ob Sie der Drohne befehlen können, zu einer Brutstätte zu mutieren. Eine Brutstätte ist die zentrale Struktur einer Zerg-Basis. Sie erzeugt Kriecher, damit andere Strukturen gebaut werden können. Die Brutstätte produziert außerdem Larven, die sie zu Drohnen oder anderen Einheiten der Zerg morphen können. Wenn sie Larven einsetzen, wird die Brutstätte mit der Zeit neue erschaffen. Okay, Kerrigan. Ich lasse noch ein paar Drohnen in die Testkammer. Versuchen Sie, mit ihnen Mineralien abzubauen. Weitere Overlords benötigt. Sie machen sich gut, Kerrigan. Können Sie noch mehr Drohnen morphen? Ich brauche einen Overlord, um noch etwas zu morphen. Dann tun Sie es. Ein Overlord ist vertretbar. Die Zerg verwenden Overlords, um weitere Versorgung zu erzeugen. Ihr derzeitiges Versorgungsmaximum wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zusammen mit dem aktuellen Verbrauch angezeigt. Wenn Sie nicht über genügend Versorgung verfügen, können Sie keine neuen Einheiten morphen. Exzellent! Ich hätte vorgehabt, hier aufzuhören. Doch führen wir das Ganze noch ein wenig weiter. Versuchen Sie, eine Drohne zu einem Brutschleimpool zu morphen. Mit dem Brutschleimpol kann die Brutstätte Larven in Zerglinge verwandeln. Du weißt, dass das Böse enden wird, oder? Wir haben eine kontrollierte Versuchsumgebung. Der Brutschleimpol ist fertig.
Du solltest runter in die Testkammer kommen und ihn dir ansehen. Von hier oben sehe ich gut genug, danke. Ich denke, das ist dann genug für heute, Kerrigan. Ich bin beeindruckt. Wenn du davon schon beeindruckt bist, dann warte nur, bis du das hier siehst. Ich werde ein paar Zerklinge erschaffen. Kerrigan, was machen Sie da? Eure kontrollierte Versuchsumgebung auf die Probe stellen. Halt! Ich habe Sie nicht darum gebeten, Zerklinge zu erschaffen. Eine bemerkenswerte Eigenart der Zerg, Valerian. Sie tun nie das, was man erwartet. Brecht das Experiment ab. Schickt Wächterroboter, um die Zellen zu säubern. Verriegelt die untere Ebene und fahrt den Eliminator hoch. Nichts darf entkommen. Wenn ich deinen schönen Eliminator zerstöre, lernst du vielleicht, dass du die Zerg nicht kontrollieren kannst. Eingesperrte Zerklinge. Valerian, das war sehr unvorsichtig. Vielleicht kann ich sie auch befreien. Sicherheitslücke. Zerg freigesetzt. Evakuiert den Bereich. Holt sämtliches Personal da raus. Gut, ich kann sie gebrauchen. Weitere Overlords benötigt. Kerrigan, das ist kein Spiel. Das ist es nie mit den Zerg. Alles ist außer Kontrolle. Sicherheitstür geschlossen. Automatische Gasverteidigung aktiviert. Die Sicherheitstür wird sich erst öffnen, wenn ich diese Türme zerstöre. Die Sicherheitstür ist geöffnet. Jetzt wird der Eliminator zerstört.